Schalotten kleiner als EU-Blauch 10 Maten 1,6 Esslöffel Öl Sambal Tiampa Sambal mit Garnelenpaste Klammer zu Limettensaft Klammer auf Ersatz Zitronensaft Klammer zu 1 Salz Kopf Junge Weißkohl Ass 300 Gramm Ersatzweise Esskohl Klammer zu Ring unterstrich minus 1 Zwiebeln Schweinefilet kleine geschälte Garnelen Klammer auf Schrimps Klammer zu Pfeffer alter gekochter Reis unterstrich E 300 Gramm Reis Klammer zu Zehö städte Zwiebeln. Brodu. 2 Schalotten und eine Knoblauchzehe schälen und hacken. Tomaten kurz überbrühen häuten entkernen und würfeln. Die Tomatenwürfel mit den Schalotten und Knoblauchwürfeln 2 Esslöffel Öl und Sambal im Mixer pürieren. Mit Limettensaft und Salz würzen. Schalotten und 2 Knoblauchzehen schälen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Kohl waschen, putzen und in Streifen schneiden. Möhren putzen, schälen und in Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Fleisch trocken tupfen und in Streifen schneiden. Garnelen abtropfen lassen. 3 Die Eier mit Salz und Pfeffer verquirlen. 1 Esslöffel Öl im Wok erhitzen und aus der Eiermasse 2 Omelettes braten. Herausnehmen und abkühlen lassen. Die Omelettes aufeinander legen, aufrollen und in Streifen schneiden. 4 3 EL Öl im Wok stark erhitzen. Die Schalotten und Knoblauchscheiben darin in goldgelb braten. Das Fleisch und die Garnelen einrühren 2 bis mitbraten. Den Kohl und die Möhren einstreuen und 2 Pfannen rühren. Das Tomatenpüree, den Reis und die Frühlingszwiebeln untermischen. Salzen und alles 3 unterrühren weiter braten. Mit den Omelettstreifen und Röstzwiebeln garnieren.